Heute wieder ein Video zum 1.19 DTI Motor, dem Astra H mit dem Z19 DTH Motor. In diesem Video zeige ich euch, wie ich bei mir die DPF-Anzeige nachgerüstet habe. Es ist an sich recht simpel, es ist auch nicht teuer. Es ist nur eine LED, die angeht, sobald das Auto in die DPF-Regenerierung reinkommt, und die LED geht aus, sobald die Regeneration abgeschlossen ist. Klingt alles simpel, klingt banal, aber es gab sehr, sehr viele Fahrer, die auf sehr hohe Kosten sitzen geblieben sind, weil einfach keine Anzeige im Innenraum ist, das dem Fahrer hinweist: Achtung, DPF-Regeneration startet, bitte den Motor jetzt nicht abstellen, 10 bis 15 Kilometer fahren und die Regenerierung abschließen. Ich gehe explizit auf das Problem dieser Baureihe ein, von diesem Astra H. Der Astra H hat vom Werk aus keine Anzeige, wann die DPF regeneriert wird. Der DPF ist dazu da, um die Abgase zu reinigen und aus einem Euro 3 Diesel mit gelber Plakette ein Euro 4 Diesel zu machen mit einer grünen Umweltplakette. Das wurde mal vor ein paar Jahren eingeführt. Mittlerweile gibt es Euro 5, Euro 6 etc. und Euro 6 in verschiedenen Ausbaustufen, wie auch immer. Zum einen gab es DPF-Systeme, wo man ein spezielles Additiv nach einer bestimmten Laufleistung erneuern musste, oder nach einer bestimmten Laufleistung musste der DPF komplett ersetzt werden, weil er einfach verstopft war. Das zweite System war ein selbstregenerierender DPF. Solchen selbstregenerierenden DPF gab es auch im Astra H, beziehungsweise auch bei anderen Opel-Modellen aus diesem Zeitraum. Die DPFs, die selbstregenerierend waren, waren in der Anschaffung immer teurer und man musste auf diese DPFs besonders Acht nehmen. Denn wenn diese Regeneration vom DPF stattfindet, sollte man die DPF-Regeneration nicht einfach abbrechen, indem man den Motor ausschaltet. Man kann das zwar machen, aber beim nächsten Motorstart sollte man eine längere Strecke fahren, damit der DPF sich in der nachschließenden Regenerierung frei brennt. Doch was passiert genau bei der Regenerierung? Um es besser zu verstehen, habe ich dazu ein Schaubild skizziert. Wenn das Steuergerät anhand von Sensoren feststellt, dass der DPF einen bestimmten Sättigungsgrad erreicht hat und alle anderen Bedingungen für eine DPF-Regeneration erfüllt sind, so leitet es diese Regeneration ein. Bei dieser Regeneration wird durch die Injektoren mehr Dieselkraftstoff eingespritzt, um eine hohe Abgastemperatur zu erreichen. Gegebenenfalls findet auch eine Nacheinspritzung statt, sprich, es wird über die einzelnen Injektoren unverbrannter Diesel den Abgasen nachgespritzt, einfach um eine bestimmte Abgastemperatur im DPF zu erhalten. Denn ab einer bestimmten Abgastemperatur im DPF verbrennen oder besser gesagt verglühen die Partikel, welche die feinen Kanäle im DPF verstopfen, zu Asche. Die gesamte Regeneration dauert einige Minuten. Dies hängt zum einen von dem Zustand eures DPFs ab, aber auch von eurer aktuellen Fahrt bzw. eurer Fahrweise. Sprich, wenn ihr gerade in der Stadt unterwegs seid, dann wird die Regeneration länger benötigen, als wenn ihr gerade auf der Autobahn unterwegs seid, wo ihr in der Regel weniger Hindernisse habt und das Auto permanent über 2, eventuell 2.500 Umdrehungen fahren könnt. Bevor die ersten Fragen kommen, wie viele Minuten solch eine Regeneration benötigt, kann ich das nur grob beantworten. Wie gesagt, dies hängt von mehreren Faktoren ab. In der Regel benötigt so eine Regeneration zwischen 10 bis 15 Minuten bzw. 10 bis 15 Kilometer auf einer Schnellstraße zum Beispiel. In der Stadt sieht das natürlich anders aus, weil dort einfach die Gegebenheiten anders sind. So kann es in der Stadt zwischen 15 bis 20 Minuten dauern. Doch beachtet, sollte die Regeneration zu lange dauern, ich meine beim Astra wären das ab 25 Minuten, dann wird das Steuergerät diese Regeneration abbrechen und einen entsprechenden Fehler im Steuergerät setzen. Das war jetzt eine vereinfachte Darstellung, damit ihr einen groben Einblick bekommt, was technisch passiert, also wie sich der DPF regeneriert. Hier seht ihr einige Symptome, die ihr eventuell wahrnehmen könnt, wenn gerade bei eurem Fahrzeug die Regeneration stattfindet. Es sind aber eben nur Symptome und es ist keine konkrete Bestätigung, dass es wirklich eine Regeneration ist. Damit das Steuergerät eine Regeneration einleiten kann, müssen zuvor einige Bedingungen erfüllt sein. Ich habe hier einige aufgelistet. Welche Bedingungen es konkret sind, kann wohl nur das Entwicklungsteam von Opel genau sagen. Es kann auch sein, dass im Verlauf der Zeit diese Bedingungen angepasst wurden, so könnten die Kriterien je nach Softwarestand eures Steuergeräts unterschiedlich sein. Nun das Thema: Wie erkennen wir, wann das Auto den DPF freibrennt, beziehungsweise wann erkennen wir, wann das Auto im DPF-Regenerierungsmodus ist? Ganz einfach, an dem Astra H und bei weiteren Opel-Modellen aus dieser Baureihe gar nicht.
Wie dem auch sei, jetzt zeige ich euch die Funktionsweise der LED, wie ich sie eingebaut habe und das Prinzip dahinter. Glücklicherweise liefert uns Opel selbst in seiner offiziellen Betriebsanleitung zum Fahrzeug einen wichtigen Indikator dazu. Im Kapitel zur Klimatisierung heißt es zum Beispiel, dass bei der Regenerierung des Partikelfilters automatisch die heizbare Heckscheibe aktiviert wird. Und mit dieser Information lässt sich nun arbeiten. Dazu habe ich den kleinen Schaltplan skizziert. Was folgt ist recht simpel. Wir schalten einfach eine LED parallel zur Heckscheibenheizung. Sprich, sobald das Steuergerät die Regeneration startet, wird auch die Heckscheibenheizung angehen. Damit wird auch unsere LED aufleuchten. Sobald die Regeneration abgeschlossen ist, wird auch die Heckscheibenheizung deaktiviert und somit auch unsere LED. Welche LED ihr verwenden möchtet, hängt von euch ab. Ihr müsst gegebenenfalls den passenden Vorwiderstand ausrechnen und in eure Schaltung mit reinlöten. Denn die LEDs gibt es ja bekanntlich in verschiedenen Größen, Farben etc. Ihr solltet keine allzu leuchtstarke LED verwenden, da ihr sonst euch oder auch die anderen Verkehrsteilnehmer blenden könntet. Da ich das Ganze bei mir vor ein paar Jahren bereits eingelötet habe, weiß ich leider nicht mehr, welche Leuchtstärke meine LED hat. Ich weiß lediglich nur, dass ich mir damals extra eine 12-Volt-LED bestellt hatte, weil ich keine Lust hatte, den Vorwiderstand einzulöten. Nun aber genug von der Theorie, jetzt seht ihr das Endergebnis. Hier ist die Heckscheibenheizung. Hier auf der Fahrerseite habe ich den Anschluss angelötet und dann das Kabel hier fortgeführt. Hier drüben kommt es raus. Hier habe ich eine normale Klemme dazwischen. Ich glaube, die nennt man Lüsterklemmen. So, und das geht an die Abdeckung vom Kofferraumdeckel. Also hier sehen wir die Kofferraumabdeckung. Ich habe die LED einfach hier dran geschraubt, Loch durchgebohrt, LED eingesetzt in einer LED-Fassung. Das ist die Unterseite. Also hier sieht man die LED-Fassung und Isolierschlauch angelötet mit Isolierschlauch oder Schrumpfschlauch. Nochmal festgemacht. Sicherheitshalber habe ich auch hier Schrumpfschlauch verwendet, also der ist aber noch lose. Dann habe ich für den Fall der Fälle hier draufgezogen. Falls mal diese Lüsterklemme nicht halten sollte, dann löte ich das einfach zusammen. So, hier unten das gleiche Spiel. Hier ist das Kabel. Hier ist auch noch ein loser Schrumpfschlauch. So, das hier ist das andere Ende des Kabels. Und dieses andere Ende des Kabels werde ich jetzt an diese Lüsterklemme hier anklemmen, hier einfach festgeschraubt, da reingeschoben, das Kabel festgezogen und dann sollte es halten. Kann aber auch sein, dass es abbricht nach einiger Zeit, dann muss man es halt anlöten. Hier ist das andere Kabel, Beifahrerseite, habe ich hier dran rangelötet. Genau, dann kommt es hier raus und dann verbinde ich jetzt die beiden Kabel miteinander und dann kann man sehen, wenn die DPF-Regeneration startet, dann haben wir hier eine LED, die aufleuchten wird. Und dann sieht man das im Innenspiegel, dass die DPF-Regenerierung gestartet ist. Das ist quasi eine nachträgliche Nachrüstung. Wenn ihr das nachrüsten wollt, dann müsst ihr zunächst diese ganzen Abdeckungen hier lösen. Bevor ihr diese Abdeckung hier lösen könnt, müsst ihr zunächst dieses Element hier rausschrauben. Bei mir ist es jetzt leicht, ich habe es noch handfest zugezogen. Ansonsten nehmt ihr halt einen normalen Schraubenzieher, schraubt es hier ab. Die Abdeckung dann, wie gesagt, ist nur geklipst. Danach müsst ihr diese große Abdeckung hier lösen. Bevor ihr diese große Abdeckung trennt, müsst ihr diese Abdeckung hier entfernen. Das ist die Abdeckung, wo das Schloss rausschaut und wo man hier reingreifen kann. Hier ist ein Stift, das ist so einer und der ist einfach hier reingedrückt. Ist das Ganze lose, ist es einfach. Danach nur noch die beiden Kabel anlöten und die beiden Anschlüsse der Heckscheibenheizung, LED hier reinsetzen und dann seid ihr an sich auch schon fertig. So, der Motor läuft. Heckscheibenheizung ist aus, also hier leuchtet nicht, ist aus. Und wenn wir jetzt auf den Innenspiegel schauen, so, da ist er, dann ist die LED hier hinten auch aus. Jetzt mache ich die Heckscheibenheizung wieder an. So, Heckscheibenheizung an, jetzt ist sie an. Jetzt schauen wir uns das Ganze hier an und jetzt leuchtet auch die LED. Also so funktioniert das ganze Prozedere. Ja, das war's zum Thema LED-Nachrüstung beim CDTI-Motor. Wie ihr gesehen habt, ist das nicht schwierig und es kostet auch keinen hohen Betrag. Im Gegenteil, diese LED kann euch vor einer teuren Reparatur bewahren,
Wenn ihr euch überlegt, welche Kosten sonst entstehen könnten, wenn der DPF mal verstopft ist. Wie immer hoffe ich, dass dieses Video dem einen oder anderen von euch weiterhilft und würde mich im Gegenzug über ein Abonnement und Like sehr freuen. Und keine Sorge, ein Abonnement auf YouTube ist kostenlos. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.